Gronemann Gaming. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Assassin's Creed 2. Wir sind hier stehen geblieben. Wir haben hier als Briefträger, sage ich mal, der hübschen Dame und einer anderen hübschen Dame Briefe zukommen lassen und wir legen direkt wieder weiter los, um vorwärts zu kommen. Jetzt sind wir direkt wieder in einer Schlägerei drin. Ja, das können wir gerne. Beziehungsweise das können wir sehr gut. Ach du je. Jetzt kommen wir gleich in der richtigen. Mehr als nur ein bisschen. Können wir hier einfach rein? Wir sind ein paar viele jetzt gerade. So, verstecken wir uns gerade mal, bis hier alles erledigt ist, bis wir in Ruhe gelassen werden. Aber das sieht sehr gut aus. So. So, die ganzen Daten, die werden wir alle mal mit und mit nachholen. Wir kriegen hier überall Informationen. Ich glaube, das ist auch ganz interessant, die auch mit aufzunehmen und uns immer mal wieder anzugucken, was wir denn da Neues so erfahren haben. Aber ich werde jetzt erstmal, also das werden wir machen, wenn wir wieder nicht mehr Ezio sind, sondern... Aua. Da muss ich mich was anderes einfallen lassen. Das werden wir machen, wenn wir wieder in der Neuzeit sind. Und wir reden jetzt erstmal mit Maria Auditore. Mit unserer Mama. Buongiorno, Ezio. Buongiorno a voi, madre. Come state? Sto bene. E tu? Erholst du dich vielleicht noch von gestern Nacht? Ich weiß nicht, wovon ihr redet. Natürlich nicht. Egal. Ich muss etwas erledigen. Ich möchte, dass du mitkommst. Mit Vergnügen. Komm, es ist nicht weit von hier. Ein Freund der Familie. Maria bei ihrer Aufgabe helfen. Alles klar, machen wir. Und wir folgen ihr. Ich weiß von deinem Kampf mit Vieri. Welcher Kampf? Ach bitte, du musst mir doch nichts vormachen. Er hat uns beleidigt. Das konnte ich nicht länger dulden. Er hat allerdings sicher Schwierigkeiten, mit den Anschuldigungen gegen seinen Vater umzugehen. Francesco de Pazzi ist vieles. Und nichts davon gut. Aber selbst ich hielt ihn nicht für einen Mörder. Was wird mit ihm geschehen? Es wird ein Verfahren geben. Wird Vater dort aussagen? Das muss er. Er nur hat die Beweise. Dennoch, ich wünschte mir eine andere Lösung. Mach dir keine Sorgen. Alle wollen Gerechtigkeit. Es ist eine unglückliche Geschichte, aber sie geht vorbei. Das denke ich mir, weil hier ganz andere Geschichten im Vordergrund stehen werden. Leonardos Werkstatt in Florenz. Auch da haben wir eine neue Information. Hallo, Leonardo. Madonna Maria. Das ist mein Sohn, Ezio. Molto onorato. L'onore è mio. Lasst mich erstmal die Gemälde holen. Ich bin sofort zurück. Er ist sehr talentiert. Immagino. Sich auszudrücken ist wichtig, um das Leben wirklich zu genießen. Du solltest ein Ventil finden. Ich habe viele ich Ventile. Ich meinte Ventile, nicht Vaginas. Mutter, zu euch nach Hause. Sie. Klasse Aussage. Ja?
Was eine klasse Aussage von der Mutter. So, Etienne, was machst du so? Er arbeitete bisher für seinen Vater. Ah, also wirst du Bankier. Bisher. Und du? Kunst, nicht wahr? Leonardo da Vinci. Ganz ehrlich, kann ich mich nur schwer entscheiden. Malen ist nett, aber oft denke ich, meiner Arbeit fehlt es an Zweck. Macht das Sinn? Ich würde lieber praktische Arbeit. Viel direkter. Architektur vielleicht. Oder Anatomie. Es reicht mir nicht, die Welt abzubilden. Ich will sie verändern. Oh, Leonardo. Ich zweifle nicht, dass ihr große Dinge vollbringen werdet. Allerdings. Wie nett von euch. Leonardo da Vinci. Sollte für jeden ein Begriff sein. Buongiorno, che ci fate qui? So, das war jetzt nicht die spannendste Aufgabe bis hierhin. Ich glaube, es wird auch nicht mehr spannender. Danke für die Hilfe, mein Sohn. Ich will dich nicht länger von anderen Pflichten abhalten. Eine Freude, dich kennenzulernen, Ezio. Ich hoffe, wir sehen uns bald. Ich auch. Ja, eine Freude, dass wir Leonardo da Vinci kennengelernt haben, aber das war jetzt wirklich nicht so die geilste Aufgabe. Ein Freund der Familie, synchronisiert, alles klar. Kunsthändler. Mein treuloser Ehemann betrügt mich, ich weiß es, und die Nachbarn. Bitte erteilt ihm eine Lektion für mich. Ja, wir prügeln uns erstmal. Wird Zeit. Den prügelnden Ehemann, den betrügenden Ehemann verprügeln. Ja, alles klar. Kommt, meine Freunde. Ich habe frischen Schafsurin und Rosmarinpackungen gegen eure Nachbarn. Lecker. Frischer Schafsurin. Sehr unterhaltsam. Hätte ich etwa ausweichen sollen? So, dann gucken wir mal. Den Kerl werden wir wahrscheinlich nicht auf dem Dach finden, aber naja. Okay, da haben wir ihn gefunden. Ich bin so jung zum Sterben! Ja, bist du. Wir wollen dir doch gar nichts tun. Wir wollen nur diesen Typen hier verprügeln. Donato, sie gewinnt! Ich gebe auf! Diese Schlampe! Ich meine, mein wundervolles, geliebtes Weib! Ich gehe heim! So soll es sein, Freundchen. So, Aufgabe geschafft. Wir haben wieder was Neues an Kohle. Aber jetzt hier gerne mal. Ja, danke. So, wir können nämlich hier die Kiste plündern. Sollten wir direkt mal machen. Kriegen noch mehr Kohle. Und es geht weiter. Wir gehen mal zum Schmied. Wir gucken, wenn wir gerade hier in der Nähe sind, können wir mal gucken. Was wir hier einkaufen können. Wir haben keine Rüstung geschenkt, nichts auf Lager. So können wir da nichts kaufen. Ja, die Schmiede müssen wir jetzt nicht lesen. Lesen wir beim nächsten Mal. Aber wir haben hier noch diesen Aussichtspunkt, den können wir direkt mal benutzen. Da oben ist er.
wenn auch gewagt. So. Richtiges Kletteräffchen, ja. Da oben haben wir eine tolle Vögelchen sitzen. Und wir synchronisieren. Mal wieder. Und das ist schon eine gewaltige Aussicht hier. Über Florenz. Wir gehen mal als nächstes zum Schneider. Da willst du mir doch nicht sagen, dass er da hinten rein. Okay, würde ich sehen. Ja, ich wollte schon sagen. Das funktioniert doch so nicht. Ja, wir müssen hier, glaube ich, in die andere Straße rein. Was können wir denn hier? Wir können mittleren Medizinbeutel, großen Medizinbeutel oder Messergürtelerweiterung. Ja, die kriegen wir sowieso über den Ubisoft Store. Das hier können wir erst holen, wenn wir mehr Geld haben. Also ich dachte schon, wir hätten jetzt echt viel Geld, aber nein. Mich oft. Die Mode ist eine launische Mätresse. Freundchen, ich möchte noch mal gerne mit dir reden. So, wir haben nämlich Bonus-Skins. So, die Kleider sind gefärbt. Ich habe bald mehr im Angebot. Macht euch nicht rar. Aber noch können wir die auch nicht benutzen. Also, wir müssen jetzt erstmal wieder eigentlich zurück. Wir gehen aber mal hier zum nächsten Aussichtsturm. Dann haben wir das auch. Ist ja nicht so weit weg. Und wir können synchronisieren. Okay, nächster Punkt. Also hier haben wir ein paar Medizinmänner. Ja. Dann haben wir eigentlich nur noch zwei Türme, die wir hier in unmittelbarer Nähe haben. Ist nur noch. Ja, Kunsthändler. Komm, wir gehen da noch hin. Dann haben wir das auch. Wir müssten ja die ganzen Türme eh abklappern, also. Von daher, was soll der Geiz? Ich muss nur gucken, dass ich hier nicht so oft wieder hinfall, weil ich ja gerne einfach weit runterfalle. Total sinnfrei, aber naja. Hier hoch. Ezio, da. Bleibt uns nichts anderes übrig. Da müssen wir nicht entgegenspringen. Wir müssen hier wieder hoch. So. Z
So, aber hier nach hier unten gehen wir nicht. Ah, eine Schnellreisestation. Da gehen wir mal hin. Splendida giornata, ne vero? Ich habe Grafen, Prinzen und Königen gedient. Ist der nur die Besten geben meinem Geschäft die Ehre. Okay, das können wir wahrscheinlich erst, wenn wir dann woanders sind oder woanders unterwegs waren. Oder mehr Gebiete abgeräumt haben. Alles klar. Dann geht's ganz normal hier nach Hause. Und wir fangen die nächste Erinnerung an. Ezio, komm rein, mein Sohn. Giovanni, ich grüße dich. Diese Päckchen müssen an Geschäftspartner von mir in der Stadt geliefert werden. Außerdem müsstest du eine Nachricht aus einem Taubenschlag ganz in der Nähe für mich abholen. Va bene. Ich erledige das. Komm wieder her, wenn du fertig bist. Wir müssen da noch einiges besprechen. Und bitte, mein Sohn, mach keinen Ärger. Alles klar. Wir doch nie. Sonderzustimmung. Zwei Briefe für Giovanni überbringen und einen dritten am Taubenschlag abholen. Dann zu ihm zurückkehren. Wir machen nie Ärger. Niemals. So, wenn wir gleich wieder angekommen sind, werde ich den Brief vorlesen und den anderen Brief auch vorlesen lassen. Damit wir auch ja dann noch einen direkten Zugang haben. So, wahrscheinlich doch hier hoch. Ich glaube, ich sollte mich auch besser in Form halten. Oh ja, da haben wir die Tauben. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die jetzt auf dem Weg zu mir sind. Ich habe eine Lieferung von... Giovanni Auditore? Sie. Ja. Wurdet ihr verfolgt? Nein. Warum sollte ich verfolgt werden? Gebt mir das Päckchen. Sagt eurem Vater, sie ziehen heute los. Er sollte das auch tun. Wer zieht los? Was geht hier vor? Wartet, kommt zurück. Erklärt euch. Alles klar. In der Nähe der Santa Maria Novella beschlossen. Interessierte Mitglieder der Steinmetz- und Zimmermannsgilden... Sollten
Bleiben wir über den Dächern. Dazu gelernt. Jetzt weiß ich auch, wie ich hier lang gehen kann. Bist du Giovannis Sohn? No, Idiota. Er sieht nur zufällig genauso wie er aus. Dann gib her. Keine Sorge, Junge. Wir sind nicht ansteckend. Jedenfalls ich nicht. Was ein Haas. Junge, Junge. So, und jetzt ab dafür. Sonderzustellung synchronisiert. Alles klar. In Truhen befindet sich Geld. Kaufen Sie Karten bei Kunsthändlern, um diese zu finden. Jetzt verstehe ich auch den Sinn hinter dem Kunsthändler. Ich meine, da würde ich jetzt, eigentlich auch mal hingegangen. Aber ja, gucken wir mal. Ezio ist völlig on Tour und haben wir mal eine Mission nach der anderen, ne? Und geraten immer wieder in Stickereien rein. Ich möchte doch einfach nur einkaufen hier, hey. Kinas, was ist mit euch? Alles klar. So, Gemälde haben wir nicht auf lange. Karten für uns Schatzkisten. San Giovanni. Ja, die Schatzkisten kaufen wir. Gegenstand erhalten. San Giovanni, Schatzkarten. Oh, und da haben wir ein paar. Dann gucken wir doch mal hier. Das war die Schatztruhe hier finden. Wir müssen ja ein bisschen was. Wir brauchen ja einen größeren Medizinbeutel. Wir müssen ja ein bisschen Kohle einsammeln. Okay, da unten ist es. Ach du je. Moment da. Nee. Die Sonne da oben. Das ist einfach kein Schatztruhen. Dubios. Machen wir hier unten. Ach, wir können hier rein. Ja, das erklärt natürlich einiges. Ach du je, ich bin manchmal ein Tünnes. Ja, der ist ein Auditore. So, haben wir es doch gefunden. Und schon hat sich die Schatzkarte rentiert. Hier haben wir echt viel. So, ja gut, dass wir hier einen haben, das ist mir bewusst. Da war ich ein bisschen zu blöd, als ich davor stand. Da wusste ich noch nicht, was ich machen muss. Ja. Und dann machen wir ja als nächstes noch den Auftrag hier. Vater? Federico!
Autsch. Oh. Serezio, es tut mir so leid, so leid. Was ist passiert? Wo sind denn alle? Sie brachten euren Vater und eure Brüder zum Palazzo della Signoria, ins Gefängnis. Und meine Mutter? Oh. Meine Schwester. Ezio. Claudia. Oh. Geht es dir gut? Ja, aber Mutter. Sie hat einen Schock. Sie... Als sie sich wehrte, sie... Hier ist es nicht sicher. Kannst du sie irgendwo verstecken? Ja, ja, bei meiner Schwester. Gut, tu das. In der Zwischenzeit gehe ich zu Vater. Mhm. Gebt Acht, Serezio. Die Wachen suchten auch nach euch. Ja, die suchen die ganze Zeit nach uns. Gefängniseinbruch. Giovannis Zelle oben im Palazzo della Signoria. Signoria erreichen und herausfinden, warum er eingesperrt wurde. Ja, kriegen wir easy peasy hin. Wir sind immerhin ein Auditore. Ja gut, das wissen wir ja alles, ne? Das ist ja bekannt, da haben wir ja schon genügend Erfahrung gesammelt hier mit dem ganzen Morgs. So, ich könnte jetzt hier runter, aber ich möchte unbedingt runter. Wir können hier... Okay, das machen wir. Das bietet sich gerade an. So. Und dann geht's hier rüber. Ich glaube, dann haben wir hier oben wieder... Da, genau. Ich möchte hier rein, Ezio. Hallo. Ich möchte nicht runterfallen. Das ist mich manchmal eine Düpe. Komm rein mit dir hier. Danke. So. So. Ja, jetzt kann ich nur noch hier rein, oder was? Junge, 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 manchmal ist der echt... Ah, so, jetzt aber. Da haben wir die nächste Schatzkiste. Ach, gut, dass die hier alle auf dem Weg liegen. Schon rüber. Das müsste mal. So. Okay, schön, dass das jetzt kommt. Wir müssen noch weiter hoch. Aber nicht hier, sondern hier vorne. Mhm. Ach komm. Als würdest du das jetzt nicht hinbekommen. Ich wette. Ne, das machen wir nicht. Ne, ne, das machen wir auf gar keinen Fall. Wir müssen ein bisschen höher. Da kommen wir nicht da hoch. Ah, noch so ein Söldner, denke ich. Ich kenne diesen Mann. Ist doch völlig egal, wo du uns schon mal begegnet bist. Ist der betrunken?
Schön wert, wenn er betrunken wäre. Würde ja erklären, warum der hier so komisch hüpft, aber. So, jetzt kommen wir hier aber in Zug. Okay. Ja, wir wollen der Wache ja nichts anhaben. Wir wollen ihn aber ja gar nicht umbringen. Wir wollen erstmal nur zu unserem Vater. Mann, ey. Das geht auf jeden Fall schief, was ich hier tue. Das sehe ich ja jetzt schon. Kommen wir hier außen her? Okay, den haben wir mal ausgeschaltet. Sicher ist sicher. Runter hier! Da! Er flieht! Haltet ihn! Ach, jetzt. Ich möchte nicht, dass er jetzt hier Verstärkung holt, aber. Die haben ja keine Walkie-Talkies oder so. Aber man weiß ja hier nie bei so einem Spiel, ne? So, jetzt haben wir hier aber erstmal Ruhe. Jetzt. Sind wir nur noch mit meiner eigenen Blödheit beschäftigt, hier hochzukommen. Das müsste doch eigentlich von hier möglich sein. Ja, geht doch. War der erste Gedanke doch richtig. So, hier können wir hoch. Da müssten wir auch hochkommen. Kommen wir direkt nach ganz oben. Ja, das sieht so aus. Ezio! Vater! Was ist passiert? Ein bisschen Prügel, sonst geht's mir gut. Wo sind deine Mutter und Schwester? Jetzt sicher. Sind sie bei Annette? Ja. Wartet. Ihr wusstet davon? Nicht so jedenfalls und nicht so bald. Nun ist es egal. Was meint ihr denn? Erklärt! Wir haben keine Zeit. Hör gut zu. Geh zurück zum Haus. Im Büro befindet sich eine Geheimtür. Nutze dein Talent, sie zu finden. Dahinter steht eine Truhe. Nimm alles mit, was du darin findest. Vieles wird dir sicher seltsam erscheinen, aber alles ist wichtig. Hast du das verstanden? Ja. Gut. Unter anderem ist da ein Brief und dabei einige Dokumente. Diese Dokumente musst du Signor Alberti bringen. Er war heute Morgen bei mir im Büro. Der Gonfaloniere, ich weiß. Nun bitte, sagt mir, was los ist. Stecken die Pazzi dahinter? Am Taubenschlag war eine Nachricht für euch darin. Geh, Ezio. Geh jetzt. Okay. Wir haben die Mission Gefängniseinbruch geschafft. Wir müssen jetzt also das Geheimnis der Wohnung bzw. des Hauses finden. Und das wissen wir natürlich. Das ist uns völlig bekannt. Das haben wir allein jetzt schon gesehen. Aber wir werden erst beim nächsten Mal mit Ezio dann da wieder durchstarten und wahrscheinlich die Sachen, die uns zu dem machen, der wir dann sind, auch finden. In dem Sinne bedanke ich mich für euer Zuschauen.
Wenn euch das Video gefallen hat, wie so oft, liked es gerne. Vergesst nicht, mich zu abonnieren, und wir sehen uns beim nächsten Mal. In dem Sinne, bis denne.